Getreu dem Motto des Sporterlebnistages kam auch der neue Koblenzer Oberbürgermeister David Langner nicht drumherum, einmal selbst in den Ring zu steigen und sich mit den Ringern des ASV von der Kartause zu messen. Er machte eine gute Figur. Sport erleben und ausprobieren, das passt zum Schirmherrn. Ich habe, glaube ich, klassisch mit dem Fußball angefangen. Das war bei mir nicht so erfolgreich. Ich habe dann mal Tischtennis gespielt, Handball, Volleyball, Badminton relativ viel. Und bin aber als Kind eigentlich nie so richtig bei einer Sportart auf Dauer hängen geblieben. Auch das Rollstuhlfahren probierte der Oberbürgermeister bei seinem Premierenbesuch aus und lernte dabei in dem von der RSG Koblenz aufgestellten Parcours die Herausforderungen des Alltags für Rollstuhlfahrer kennen. Dies alles im sportlichen Kontext vorbereitet. Kennenlernen, darum geht es hier. Bereits zum 11. Mal luden der Sportbund Rheinland, die Sportjugend, die ADD und die Stadt Koblenz gemeinsam zum Sporterlebnistag in die Koblenzer CGM-Arena. Für Monika Sauer, Präsidentin des Sportbundes Rheinland, ist diese Veranstaltung längst Routine. Ralf Alt erlebte seine Premiere in seiner Funktion als Chef der Sportjugend. Viel Spaß, viel Input, dass wir ausprobieren kann, verschiedene Sportarten ausprobieren kann, unabhängig von dem jeweiligen Sportverein, dass sie sich ausprobieren können, dass sie eine super Anleitung bekommen, davon konnte ich mich gerade eben auch schon überzeugen, dass sie viel Spaß haben und vielleicht Interesse an der einen oder anderen Sportart haben. Über 1000 sportbegeisterte Besucher nutzten den regnerischen Sonntag und verfolgten mit Begeisterung die Vorstellungen der Vereine. Groß und Klein zeigten dort ihr Können und sorgten für gute Stimmung. So präsentierten die Rhönrad-Turner und Turnerinnen der TG Polsch eine eindrucksvolle Choreografie. Den Erfolg der Veranstaltung belegen die Zahlen. 25 Vereine präsentierten 30 Sportarten. Schon immer mit dabei ist der Koblenzer Ruderclub Rhenania, der mit über 500 Mitgliedern einer der größten Vereine im Koblenzer Raum ist. Ein echter Neuling hingegen, der SRC Heimbach-Weiß, der mit seinem Skilanglaufangebot ebenfalls für Bewegung unter den Besuchern sorgte. Der Sporterlebnistag ist ein Event für die ganze Familie, bei dem es gelingt, in kompakten 4 Stunden Kinder und Jugendlichen neue Sportarten vorzustellen. Für die Kopfakrobaten wurde Schach angeboten. Dieses Konzept ist attraktiv und erfolgreich, deshalb auch übertragbar. Was hier geboten wird, wenn wir das auf die große Fläche hinbekommen, wir haben 16 verschiedene Sportkreise, wenn wir es schaffen würden, eine kleine Veranstaltung, die muss nicht ganz so groß sein wie hier, aber verschiedene Vereine zusammenzubekommen, die dann in ihrem Sportkreis sich an einem Nachmittag präsentieren können, das wäre ein erklärter Wunsch oder auch ein schönes Ziel, dahingehend hinzukommen. So viele unterschiedliche und mitunter auch exotische Sportarten, wie zum Beispiel die brasilianische Kampfkunst Capoeira, werden selten unter einem Dach angeboten. Dass diese bunte Mischung funktioniert, ist auch der guten Zusammenarbeit von ADD Sportbund und der bewährten organisatorischen Federführung durch die Sportjugend zu verdanken. Auch die Stadt Koblenz ist aus gutem Grund weiterhin mit dabei. Wichtig ist, dass wir seitens der Stadt einfach die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, die Hallen, die Plätze in einem guten Zustand. Das ist immer wieder auch ein finanzieller Kraftakt, den wir da zu leisten haben. Das klappt auch nicht immer gleich überall auf Anhieb, aber wir dürfen eben nicht nachlassen. Ich wünsche mir einfach, dass wir in Koblenz allen ermöglichen, ihrer Sportart nachgehen zu können, egal welche Interessen da vorhanden sind. Nach einem erfolgreichen Sporterlebnistag 2018 geht der Blick schon Richtung nächstem Jahr, wenn wieder geturnt, getanzt und gespielt werden kann. Dass einige Besucher dabei auch neue sportliche Leidenschaften entdecken, wurde abermals deutlich.